Hallo Caro. Hallo Juliane. Na, wie geht's dir? Bisschen gestresst. Ach Quatsch, warum? Ja, weil draußen so gutes Wetter ist und ich zu wenig Zeit in meinem Garten habe. Ja. Also geht's mir auch und ey, es ist schon Mitte März. Mhm. Also die Zeit verfliegt. Ich war jetzt vor 2 Wochen hatte ich dann ja endlich mal meine ganzen Tomaten in der Erde sozusagen und halt so von der Vorkeimung befreit. Ja. Aus den Tüten. Also da dachte ich auch so, okay, es ist einfach Anfang März. Auf der anderen Seite ist es immer noch ein guter Zeitraum. Ich weiß nämlich, jedes Mal, ich mache mir immer Stress mit den Tomaten und dann packe ich die immer raus, dann so, weiß ich nicht, Mitte Mai, ne, wenn dann diese kalten Tage nochmal vorbei sind. Ja. Dann und danach, egal ob sie nun groß waren oder mittelgroß oder klein, die entwickeln sich alle gleich gut. Also das ja. ist jedes Mal so. Es ist nie so, dass ich denke, boah, die eine Tomate, die kommt ja gar nicht. Oder, ja. ne, oder dass irgendwie gar nichts geht. Die holen so auf, die kleinen Pflanzen. Deswegen, man macht sich jetzt immer so einen Stress, aber eigentlich, ja, ist es ja. gar nicht so schlimm. Aber ja, das stimmt. Aber ich habe das Gefühl, ich habe halt auch noch super viel Saatgut, was ich noch gar nicht rausgebracht habe und was ich aber unbedingt eigentlich in die Voranzucht packen wollte. Und ja, ist halt so. Ich meine, dann entweder habe ich es dann halt nicht dieses Jahr, das kann, also ne, dann ist das halt so. Oder es kommt dann später vielleicht nochmal und aber dann ist das auch okay. Hast du denn jetzt wirklich schon was, wo du denkst, das ist zu spät? Was du nicht mehr aussehen kannst? Nee. Siehst du? Dann passt ja jetzt das kommende Wochenende, dann kannst du es ja machen. Und letztendlich, ich finde ja so cool, dieses, also am Gärtnern, es ist ja, also man muss irgendwie die Sachen nur aktivieren. Also ne, es ist ja, man muss ja jetzt nicht irgendwie groß, ach, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel Sport macht, dann dauert es eine Weile, ehe man dann halt selber irgendwie Muskeln kriegt oder so, ne? Aber beim Gärtnern, du musst dieses Saatkorn ja einfach nur vom trockenen Zustand in den feuchten bringen, in ja, die aber Erde. Das ist ja aber dann auch bei dir manchmal eine Schwierigkeit. Das weil ich feucht nicht zu halten, weil du nicht gießt. Ja, für mich ist auch große Arbeit. Aber an sich, man muss es doch einfach nur sozusagen aktivieren und dann in der Erde macht das kleine Körnchen das doch alles selber. Das finde ich so faszinierend. Ja, immer, das stimmt schon. Dass du so eigentlich die Sachen im trockenen Zustand hast, dann sitzt sie über Jahre haltbar. Und einmal kommt Wasser ran und dann wächst die Pflanze draus. Also so, ne? Ja, das ist schon krass. Aber es ist auch einfach so, dass ich eigentlich noch total viel zu tun habe. Also ich habe noch so Stauden, die ich teilen will. Ich habe irgendwie die Wege von meinem neuen Beet noch nicht ganz fertig. Das hätte ich eigentlich auch ganz gerne schon gemacht. Ja. Ich habe dann eigentlich so eine Stelle, wo ich gerne noch Himbeeren hinpflanzen möchte. Jetzt treiben die schon ohne Ende aus und ich habe sie noch nicht umgesetzt. Und also es ist halt einfach, ich sehe gerade so viel, was ich eigentlich gerne noch hätte tun wollen, bevor das irgendwie alles losgeht. Und andererseits erfreue ich mich daran, dass dieses Jahr das erste Mal alle meine Kornelkirschenbüsche, die ich habe, also alle Pflanzen, das erste Mal alle blühen. Also im letzten Jahr war ja das erste Mal eine von denen und dann dachte ich, oh je, wer weiß, ne, wann kommen die anderen dazu, weil das dauert ja immer ein paar Jahre, bis sie sich sozusagen auch dazu entscheiden, dass sie angewachsen sind und dann auch blühen werden. Und dieses Jahr ist es einfach, dass alle 3 oder 4 Büsche, die ich habe, blühen und zwar jetzt schon und es sieht einfach so wunderschön aus. Das heißt, ich werde so unglaublich viele Kornelkirschen dieses Jahr im Herbst ernten können. Oh, das ist toll. Aber warte mal, sind da jetzt nur die Knospen dran oder schon richtig die Blüten? Nee, die blühen. Die Kornelkirsche ist ja eine der frühesten Gehölze, die sozusagen blüht. Und jetzt dieses Jahr mit März ist es sogar schon auch ein bisschen spät. Also eigentlich bei guten oder milden Wintern kann das auch schon Anfang Februar mal soweit sein, dass sie in Blüte steht. Genau. Oh, das ist ja richtig schön, weil bei mir, die wurden ja immer regelmäßig ich habe ja auch so 4, 5 Pflanzen,
vom Reh abgegrast und wurden immer kurz gehalten. Und dieses Jahr ist das erste Mal auch wirklich schön viel Grün dran, aber sie sind noch nicht so weit, dass sie blühen. Aber auch, wie du sagst, bei mir ist es jetzt das erste Mal mit dem Holunder so weit. Ich hatte es ja, weiß ich, seit 2 Jahren oder so steht er jetzt bei uns. Cool. Und das erste Mal hat der ganz viele Dichte, also der hat mehr Blütenstämme als Blätter gerade schon dran. Ja, ne? Also ja, die schön. Sind zuerst da und die Blätter wachsen jetzt gerade noch nach, weil ich den natürlich wieder ein bisschen zurückgeschnitten habe. Aber ja, es sieht richtig toll aus, da freue ich mich schon. Die sollen ja auch immer so schön duften. Ja, ja, toll. Ja. Siehst du, und du darfst dich dann auch nicht so unter Stress setzen, nee, oder wir uns stimmt. alle nicht. Und dann lieber an den kleinen Sachen erfreuen. Und wir haben noch genug Zeit, um noch irgendwie den Garten zu perfektionieren, obwohl ich das ja eh bei mir schon aufgegeben habe. Das ist ja, die Wildnis überwuchert immer alles. Ja. Ach, naja. Aber gut, wir hatten heute ja eigentlich auch ein kleines Thema vorbereitet. Ja, genau, lass uns doch da einsteigen. Weil wir auch so gedacht haben, okay, ne, jetzt geht's an die Aussaat. Es gibt vielleicht auch schon die ersten kleinen Jungpflanzen bei uns in den Häusern oder in den Frühbeeten. Aber irgendwie ist doch trotzdem immer das Thema dabei, sollte man jetzt im Frühling oder wenn ja, wann, sollte man anfangen zu düngen. Mhm. Weil, ne, ganz oft, ich dachte früher immer so, man düngt, wenn die Pflanze dann schon groß ist und ne, wenn die dann kurz vor der Ernte steht, was auch immer. Aber man kann ja jetzt sozusagen auch schon den Boden vorbereiten mit ne, gewissen Düngern. Und darüber wollten wir heute sprechen. Finde ich eine gute Idee. Ja, für dich auch. Deswegen wollte ich dich mal fragen, wie du jetzt, weil du hast ja diese besondere Situation, dass du ja neue Beete hast. Genau. Wie hast du die denn jetzt gedüngt oder düngst du die gar nicht oder wie ist da dein Ansatz? Doch, also ich habe ja die Beete sozusagen die letzten 20 Zentimeter davon im Prinzip mit Komposterde aufgefüllt. Ah, also okay, ich benutze dann gar keine richtige Erde oder keine Blumenerde oder irgendwas, was man da oben als Schicht dann drüber machen würde, sondern ich habe da oben sozusagen als letzte Schicht Komposterde raufgepackt und die ist natürlich schon reichhaltig und schön schön satt, sage ich mal. Genau, also da würde ich jetzt nicht noch mal zusätzlich reindüngen. Ja, nee, wenn, das ist gut. Genau, also man wenn weiß ich ja auch, wenn man so ein Beet frisch anlegt, ne, mit dem Kompost oben drauf, dass da ja jetzt noch keine Pflanze vorher von gezehrt hat. Also genau. Ne, jetzt bei mir bei so einem Bestandsbeet ist es halt so, klar, da habe ich auch Kompost drauf gehabt letztes Jahr, aber man weiß nicht so richtig, was ist da jetzt noch drin, weil natürlich hatte man ja auch Pflanzen drauf. Andere, ne, einige versorgen den Boden wieder mit Stickstoff, die anderen nehmen ihn wieder. Also da hat man so ein bisschen die Intransparenz, wie geht's dem Boden? Ja. Aber bei dir ist ja jetzt wirklich klar, okay, neu angelegt, richtig fette Erde wahrscheinlich und dann kann es losgehen. Genau, aber machst du denn regelmäßig vorher irgendwie sowas wie eine Bodenanalyse oder so? Sowas auf gar ja keinen theoretisch. Fall. Okay, ja, habe ich mach noch das nie auch gemacht. Nicht. Nee, ich auch nicht. Also aber kann man, ja, das ist natürlich clever, ne? Wenn man's ja, mal macht. Kann man machen, aber das ist mir zu viel Aufwand. Ja, ich habe jetzt bei mir ja gesehen, ich hatte ja letzte Woche den Knoblauch vereinzelt. Und also wirklich, ich habe da in dieser Session, wo ich da eine Stunde saß, die erstmal ausgegraben habe, die alten und dann vereinzelt und dann wieder neu eingegraben, da habe ich, weiß ich nicht, bestimmt 5 Regenwürmer gesehen. Mhm. Also da dachte ich mir, da ist so viel Leben gerade in diesem Boden. Also und ne, an der Seite laufen bei mir natürlich, weil wir ja am Wald sind, auch immer mal so kleine Kellerasseln lang oder Asseln, ich weiß nicht, wie man die sonst nennt, diese kleinen Viecher. Mhm. Aber dann denke ich mal, da ist an sich so viel Leben unten irgendwie drin und dann ja habe ich immer ein gutes Gefühl und der Boden fässt sich auch gut an, hat eine schöne Farbe, ein richtig schönes Schwarz und also so einen guten Boden wie jetzt hatte ich glaube ich noch nie, aber auch glaube ich, weil der Herbst und der Winter so feucht waren, ja konnte jetzt auch viel Leben einfach auch bleiben und weiter unter der Erde weiterleben, ohne dass es zu kalt war oder zu trocken. Mhm. Ja, ich muss ja sagen, wenn ich jetzt einige Kulturen, die ich im Kübel habe zum Beispiel, da so ein Kübel, wenn ich da keine frische Erde reinpacke, dann dünge ich das zum Beispiel schon nochmal auf, wenn das jetzt Erde vom Vorjahr ist. Mhm. Und was nimmst du dann als Dünger? Ja, das kommt auch ein bisschen drauf an. Also ne, ich mache schon, je nachdem, wie das so in dem Kübel dann ist, wenn das jetzt sehr fest ist und so, dann arbeite ich schon auch noch mal so Komposterde mit drunter oder halt
ja, so Kompost von meiner Komposttonne, sowas nehme ich schon mal, dass das auch so ein bisschen so eine Struktur kriegt, ne? Mhm. Und jetzt nicht nur so ein festes irgendwas ist, so, oder so sandiges irgendwas. Und ansonsten, ja, also ich habe auch schon so Essensreste mal untergegraben, mhm, und sowas alles, ne? Und wenn dann da irgendwie die Regenwürmer dann sind, also ich packe ja auch immer so bewusst, wenn ich Regenwürmer finde, immer mal welche so in die Kübel, ja, und so rein, ne? Damit da halt auch ein bisschen Leben drin ist. Und da, genau, also da hoffe ich dann immer, dass die dann auch davon zehren und dann das Ganze zu Humus verarbeiten. Sehr gut. Das sind so Sachen, die ich eigentlich mache. Okay, super. Dann haben wir jetzt eigentlich schon über Kompost, also ne, können wir schon fast einen Haken hintermachen. Für uns ja so ein bisschen so eine Allzweckwaffe. Mhm. Kann man selber herstellen. Kann man aber auch kaufen, ne? Das in so, wie nennt man das, Kompostier- oder Verwertungsanlagen, die es immer mal überall so, mhm, auf dem Land gibt. Da gibt es meistens dann auch Kompost zum Mitnehmen sozusagen, dass, ja, man dann den wieder da kaufen kann. Und genau, oder halt selbstgemachten, ja. Da gibt's ja auch 1000 verschiedene Sorten, Wurmkompost, was auch immer. Da können wir ja dann im Laufe des Jahres auch mal wieder drüber sprechen. Aber es gibt ja noch andere Arten. Ich finde, das müsste man jetzt immer wieder anfangen, wenn die Pflanzen groß genug sind, sich immer Brennnesseljauche anzulegen. Mhm. Und das ist ja in Deutschland zum Glück nicht verboten, die anzusetzen. In anderen Ländern wie Frankreich ja schon. Und da müsste man jetzt schon mal gucken, wenn die Pflanzen vielleicht, weiß ich nicht, so 20, 30 Zentimeter hoch sind, dann kann man ja schon die ersten mal wieder absäbeln und daraus dann frische Brennnesseljauche machen. Das dauert ja immer schon so 1-2 Wochen, ehe man die dann verwerten kann. Mhm, genau. Genau. Das ist ja auch dann für uns doch mal so eine Allzweckwaffe. Zum Beispiel jetzt eigentlich, wenn dann auch im März der Knoblauch gedüngt werden, mhm, soll, ne, ist dann immer Brennnesseljauche so ein richtig schöner, sagen wir mal, leichter Dünger, ne? Ja. Genau. Also dann würde ich sagen, schon mal jetzt als Tipp, wer die Möglichkeit hat, Brennnessel zu sammeln, die dann schon mal als Jauche anzusetzen, ist schon mal gut. Ja, stimmt. Aber es gibt auch so Fertigdünger. Mhm. Und wir, ne, natürlich, wenn es jetzt der Zuhörer noch nicht so richtig weiß oder uns noch nicht so lange folgt, wir gucken schon immer, dass wir so uns Biodünger zulegen. Wir, ja, würden jetzt nicht, mhm, über Nitrat oder Glyphosat oder was auch immer, mhm, sprechen, ne? Ja. Oder alles, was du im Baumarkt irgendwie in diesen Regalen findest, wo man auch selber gar nicht rankommt, wo jemand mit dem Schlüssel kommen muss, um das aufzuschließen. Und so denke, was ist denn da für Gift, ja, drin? Mhm. Ne? Also das, ja, könnte ich mir nicht vorstellen, nicht, das zu essen. Ich meine, wahrscheinlich esse ich das, wenn ich mir irgendwie dann, mhm, Sachen aus dem Supermarkt, ja, so kaufe, ne? Also das will ich gar nicht ausschließen, aber, ja, ich selber könnte das nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, das in meinem Garten zu haben und das dann zu essen. Ja, komisch, ne? Ja, deswegen gucken wir halt, also weil es ja auch so das eigene Hobby mit den leckersten Gemüsesorten, mhm, dann sein soll und der besten Ernte, versuchen wir dann überhaupt gar keine Chemie anzuwenden. Deswegen wollte ich dich mal fragen, weil du hast das, ich glaube, vor so 2-3 Jahren mal gemacht und ich bin mir nicht sicher, ob du es jetzt noch machst, wie deine Erfahrung mit so Rindermulch-Pellets oder wie hießen die denn? Das waren so eine Rinder. Ja, die, also, die ja, von, also Rinderdung ist das. Genau, genau, von, ja. Und die, wie das, genau, so lief, benutze ich auch immer in Pelletform und das mache ich ja immer noch. Also, ach, das ist tatsächlich, okay, auch, genau. Aber das benutze ich eigentlich auch überall im Garten. Also ich streue das sozusagen, ja, Mitte, Ende Februar, Anfang März, breitwürfig eigentlich im Garten aus. Auf jede Pflanze, also, mhm, in die Hecken, das kommt. Dann hole ich mir das auch nochmal. Ja, das kommt in meine Beete, wo die Blumen blühen, sage ich mal, also wo die Schnittblumen drinne sind. Mhm. Das kommt irgendwie an alle Erdbeerpflanzen ran, an alle Obstbäume, an alle Obststräucher. Das, genau, würde ich auch ins Beet machen oder hätte ich auch ins Beet gemacht, wenn ich das jetzt nicht, also ins Gemüsebeet, wenn ich das jetzt nicht gerade neu gemacht hätte, weil das wäre, ja, dann, glaube ich, doch ein bisschen too much, ne? Also jetzt, mhm, den Kompost und dann da noch Rinderdung rein. Ja, ich glaube, das ist dann schon irgendwie
wäre dann schon zu viel des Guten, ne? Ja, das soll man ja auch nicht machen. Ah ja, das war schon mal ein guter Tipp. Da hole ich mir dann auch gleich noch mal eine Stiege und werde damit mal durch den Garten laufen. Allein machst du es auch an deine Obstbäume und ja, so weiter? Ja, überall. Ja, okay. Ja, ja, mache ich dann auch. Also gut, bei mir ist es nun mal auch so, wir haben hier auch sehr, sehr trockene, sandige Erde. Da ist halt kaum Grip, aber man merkt es schon, da wo wir jetzt auch Bäume gepflanzt haben und so, da ist es halt öfter mal schattig. Ne, da ist dann der Boden, der verbessert sich schon langsam. Also so über die Jahre sieht man schon, da wächst jetzt auf einmal ein bisschen mehr. Aber es dauert wirklich lange. Und wenn man dann das eben durch so Düngemaßnahmen hinkriegt, dann den Boden aufzuwerten, ist natürlich toll. Ja, ich muss halt sagen, dass der Rinderdung, dass das schon auch natürlich als Pellet dann sozusagen Feuchtigkeit braucht, ne, damit sich das auflöst und dann auch die Nährstoffe eben abgibt. Und ja, jetzt gerade ist es ja wieder sehr trocken, also zumindest bei uns. Gestern hat es ein bisschen genieselt, aber eigentlich ist es schon wieder so seit anderthalb Wochen überhaupt gar kein Regen in Sicht. Aber die nächsten Wochen kommt Regen, laut also zumindest bei uns. Genau, deswegen nochmal vorher ausstreuen. Ja, ne? Also genau, wir müssen da sowieso kleine Bauern agieren, die halt, oder sozusagen Bauern auf so kleinem, wie heißt das denn? In kleiner Fläche. Sozusagen, kleiner, genau. Weil da siehst du ja auch ganz oft, wenn die Leute, ne, wenn die Bauern hier, also ich sehe es halt natürlich öfter, weil ich auf dem Land wohne, aber wenn hier diese Güllewagen dann ausgebracht werden, das ist meistens kurz vorm Regen. Ja. Ne, weil die bringen es natürlich auch nicht bei der größten Trockenheit auf. Ja. Und damit kann man immer wissen, ah, okay, jetzt sind wahrscheinlich die nächsten Tage wieder Regen angesagt. Ja. Ja, das finde ich auch immer ganz schön. Okay, ja, das war auch nochmal ein guter Tipp. Und dann vielleicht nochmal zu guter Letzt, zwei weitere Dünger, die auf die ich zum Beispiel jetzt auch nochmal geschworen habe letztes Jahr. Das war einmal, waren diese Hornspäne. Mhm. Mit denen arbeitest du auch, oder? Oder mit denen nicht? Nee, mit Hornspäne kenne ich nur von dir. Ah ja, okay, weil das ist sozusagen ein Langzeitdünger. Mhm. Den packst du dann eher so in ein Pflanzloch rein. Ja. Und ich muss echt sagen, ich habe das ja letztes Jahr in all meine Tomatenpflanzlöcher reingemacht und zusätzlich immer noch Brennnesseln mit dazu. Also das war wirklich top. Die waren wirklich die beste bis zum Kombi. Schluss. Ja, also die hatten nie irgendwie auch so, also ob nun Indoor oder Outdoor, ich habe ja ein Gewächshaus oder halt die ich hier im Freiland hatte, die hatten jetzt keine Anzeichen von, ne, so gelbe Blätter oder irgendwie komisch, dass man denkt, ah, die haben Nährstoffmangel. Also das überhaupt nicht. Ja, die einzigen Krankheiten, die dann halt kamen, war dann eher wieder Mehltau, also was dann im Herbst immer die Feuchtigkeit dann auch bringt. Also da muss ich sagen, das ist wirklich gut und ich habe jetzt nicht groß noch zwischengedüngt. Also vielleicht manchmal dann nochmal mit ganz leichter Brennnesseljauche, aber ich lasse die bei mir auch immer offen in so einem Kübel stehen, also wenn es regnet, verdünnt das auch immer mehr. Mhm. Also, ne, das ist, sagen wir mal, ein leichter Tropfen auf dem weißen Stein gewesen. Mhm. Aber da muss ich sagen, das ist wirklich gut. Und jetzt ein Jahr später oder sagen wir mal eine Saison später, habe ich ja auch schon wieder ein bisschen umgegraben oder drin gewühlt. Also, das hat sich auch alles komplett zersetzt. Also, man findet da jetzt unter der Erde auch nichts mehr. Ja, sehr gut. Ja, also das ist gut. Und ja, dann haben wir ja auch noch jetzt die neue Erfahrung gemacht, auch wieder mit einem tierischen Düngemittel, mit den Schafwollpellets. Ja. Da haben wir ja letzte Folge auch schon drüber gesprochen, so ein bisschen. Aber da ja, wollen wir auch nochmal drüber sprechen, dass das einfach ja wirklich eine schöne Idee ist und dass man da aus wirklich biologischen Mitteln, also ne, das ist ja wirklich richtige Schafwolle, die man da nimmt. Ja, genau. Ne, dass man die, ich weiß nicht, ob es eigentlich ein Abfallprodukt ist, wahrscheinlich, ne, weil das dann wahrscheinlich die Wolle ist, die man nicht direkt dann verwenden kann, ne? Genau, zur Wollgewinnung, zur Kleidung, ja, genau, nehmen kann und ehe das halt in Müll kommt oder was auch immer, können wir das dann halt als Dünger benutzen. Das finde ich auch richtig schön. Ja, finde ich auch, muss ich auch sagen. Also es ist ja auch so, wenn man diese Schafwollpellets von Ecolets so, wenn man das öffnet schon, dann riecht das ja auch total so nach Tier irgendwie. Das finde ich immer schon voll schön. Das riecht nach Schafswiese. Ja. Genau. Und dann ist es ja auch super einfach, wie Pellets halt so sind in der Anwendung. Also ich habe dann letztes Jahr da irgendwie so einen Löffel oder zwei Löffel immer in jedes Pflanzloch dann reingemacht, wenn ich irgendwas eingepflanzt habe, also so größere Pflanzen wie Tomaten oder Paprika zum Beispiel. Hab das dann zum Beispiel auch immer so mit in das Pflanzloch reingetan. Und das Gute ist ja auch, dass eben diese Schafwollpellets sich eben auch vollziehen mit Wasser. Die wirken wie so eine Art Schwamm.
und speichern natürlich dann in dem Pflanzloch auch das Wasser. Also das ist ja eigentlich sozusagen Win-Win. Nicht nur, dass man den Dünger hat, sondern dass man auch dann gleich etwas hat, wo das Wasser, was man ja dann regelmäßig gießt und so, auch gespeichert wird und nicht einfach dann so irgendwo weiter hinfließt, sag ich mal. Und die Tomate sogar noch davon ein Win. Hat. Es ist noch ein dritter Win, weil durch diesen Geruch von der Schafswolle werden andere Tiere so ein bisschen abgeschreckt. Also Schnecken zum Beispiel mögen diesen Geruch wohl gar nicht. Und ich denke auch so, also das ist so mein persönliches Gefühl, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber dass so Nagetiere, die da vielleicht in der Nähe deines Beets rumlaufen, die sind auch ein bisschen abgeschreckt. Also man merkt schon, das ist ein, also ich hatte es ja auch mal im Gewächshaus drin und dann Tür zu danach, ne? Am nächsten Tag kam ich wieder rein, also da habe ich mich wirklich wie auf dem Bauernhof direkt gefühlt. Also es war wirklich ein sehr intensiver Geruch, aber dann dachte ich auch so, nee, okay, das hilft jetzt wahrscheinlich, um irgendwelche Schädlinge auch noch fernzuhalten. Mhm. Aber ich finde es auch richtig schön, die sind auch ganz weich, wenn man die anfasst und verstreut. Genau. Und das ist so richtig irgendwie ein schönes Produkt, finde ich. Und bei, also gegen Schnecken kriegt man ja bei Ecolets sozusagen auch nochmal eine richtige Schneckenbremse. Also genau, das ist dann sozusagen nicht nur der einzelne Pellet, sondern das ist wirklich wie so eine Art Vlies, was man so in das Beet reinlegen kann. Ja, genau. Obendrauf. Und wodurch dann eben die Schnecken, die halt diesen Schleim brauchen, um sich irgendwie fortzubewegen, halt nicht mehr so gut, transportiert die dann nicht mehr so gut. Und dadurch drehen die dann wohl ab, sozusagen. Ja, also auf jeden Fall ganz cool. Wir sind ganz happy und haben da für Ecolets auch einen tollen exklusiven Code bekommen. Genau. Und den finden wir oder findet ihr dann wieder in den Shownotes. Den schreiben wir euch da rein. Ja, da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Genau. Und dann könnt ihr euch auch die Website mal angucken und dann bei eurer Bestellung gerne ein bisschen sparen mit unserem Code. Also schaut euch das unbedingt mal an. Wir sind immer ganz happy, wenn wir dann mit solchen Partnern zusammenarbeiten, wo uns das Produkt auch wirklich gut gefällt, ne, wo wir auch wirklich hinterstehen und sagen, das haben wir jetzt im zweiten Jahr schon und funktioniert echt super. Also ich muss auch wirklich sagen, das ist immer was ich auch wirklich, wo ich wirklich froh bin, dass wir da irgendwie hingekommen sind, zu so einer Kooperation, das ausprobieren konnten und dadurch auch überhaupt erstmal erfahren haben, wie das so ist. Weil ich glaube, ich wäre jetzt so selber nicht darauf gekommen. Nee, gar nicht. Ne? Also wenn mir das jetzt sonst nicht vielleicht irgendwie eine Freundin oder so empfohlen hätte, dann wäre ich da, glaube ich, erstmal nicht drauf gekommen, auch Schafwolle da zu nehmen, ne? Oder Schafwollpellets zu nehmen. Dann hätte ich, glaube ich, erstmal gedacht, okay, ist ganz cool, aber weiß nicht, ob das was für mich ist. Und jetzt dadurch, dass wir es ja aber auf Herz und Nieren sozusagen schon testen konnten, muss ich wirklich sagen, bin ich total happy. Also ich finde, das ist echt ein richtig tolles Produkt. Ja, sehr gut. Und dann nur ganz zum Schluss, wir wollten ja eigentlich auch nur eine kurze Folge heute machen, weil wir auch so gedacht haben, was wollen wir lange über Dünger sprechen, aber ich glaube, das ist wirklich, da kommt man immer wieder vom Hölzchen zum Stöckchen. Wollte ich auch nochmal sagen, dass man für alle die jetzt vielleicht Hühner haben zum Beispiel, ne, die können auch diesen Hühnermist, ne, auch am besten sogar vermischt gleich mit dem Stroh und so, auch immer schön entweder in den Kompost mit einarbeiten oder halt auch direkt aufs Beet aufbringen, in die Erde rein. Das ist so ein wertvoller Dünger und da muss man halt dann auch immer aufpassen, zum Beispiel Pferdedünger ist ja auch toll, man muss immer aufpassen, dass das nicht zu streng wird, nicht zu scharf, also immer gerne dann nochmal verdünnen. Weil sonst einige Pflanzen, für die ist das wirklich zu scharf, die sind überdüngt und sterben dann. Also die kommen damit gar nicht klar. Aber dass man dann auch nochmal drauf achtet, dass man natürlich immer nur Dünger von Pflanzenfressern nimmt. Ne? Deswegen, das hatte ich auch nochmal gelesen, als große Warnung, so Hundekot, Katzen, ne, das Zeug aus dem Katzenklo und so, das gehört alles nicht auf den eigenen Kompost. Genauso wie unser Menschenkot da nicht rauf gehört, weil wir sind halt nun mal alles eigentlich Fleischfresser. Ja. Und deswegen, das wird alles anders zersetzt und so weiter. Deswegen, das gehört nicht auf den Kompost und deswegen auch nicht wieder in unsere Pflanzen. Ja, sehr gut. Aber ne, bei Kühen, Schafen,
Hühnern, so, da, das ist alles gar kein Problem. Das ist ganz interessant, ne? Ja, weil perfekt. Halt da auch andere, ganz andere Fasern auch so in dem Kot drin sind und die dann natürlich besser auch von der Erde aufgenommen werden. Ja. Aber ja, es ist nur mal, ne, wenn man Haustiere hat und so, weiß man vielleicht am Anfang, wenn man einen Kompost anlegt, nicht so richtig, ja, kommt das jetzt drauf oder ja. nicht. Mhm. Ja. Und genau, das war es eigentlich schon zu dem Thema, aber ich habe natürlich noch ein unnützes Wissen mitgebracht, was auch zum Thema Düngung gehört. Okay, dann schieß los. Eine Sache, die auch, wo viele Leute drauf schwören und was man auch zum Beispiel für seine Zimmerpflanzen nutzen kann, ist als Dünger, weißt du, was ich meine oder soll ich das sagen? Ja, sag's. Kaffee. Ah, ja, okay. Das ist auch immer, ich meine, klar, es gibt auch Bananenschalen und dies, das oder Eierschalen und so weiter. Aber nee, es ging noch mal um das Thema Kaffee. Ja. Und da wollte ich dich mal fragen, was denkst du denn, welche Pflanzen mögen Kaffee so als allerliebstes, so als Dünger? Also wo kann man sagen, okay. Gemüsepflanzen? Nee, das können auch andere Pflanzen sein. Dann Hortensien. Sein. Ja, das, ich glaube, das ist so das Klassische, ne? Hortensien, ja, das kann sein, weil ich kipp, also wir haben direkt bei uns vor der Küche eine Hortensie und da kipp ich immer den Kaffee drauf. Ja, ja. Deswegen, das ist auch, finde ich, so ganz typisch. Dass, ich glaube, das ist ja sogar die, die dann so eine bläuliche Farbe bekommen. Ne? Durch das Säuerliche, ne? Genau, da ist dann Kaffee natürlich richtig toll. Aber auch für alle anderen Pflanzen, also ne, Kaffee kann man auch immer mal in seine Zimmerpflanzen geben oder auf den Kompost mit raufgeben, also den Kaffeesatz natürlich. Und ja, das also ist wirklich so ein kleiner Allrounder, wenn man sich einen Kaffee zu Hause macht, zum Beispiel in so einer French Press, ne? Dann bloß den Kaffeesatz nicht wegschmeißen, sondern dann immer schön mit auf den Kompost. Sehr gut. Aber es gibt natürlich auch Pflanzen, die das so gar nicht mögen, die Kaffee überhaupt nicht mögen. Also so ein bisschen wie wir beide. Ich wäre von uns beiden die Hortensie, weil ich sehr gerne Kaffee trinke. Du trinkst gar keinen Kaffee. Deswegen wärst du jetzt eines dieser Pflanzen. Okay, und zwar, ja, willst du raten? Das jetzt auch raten? Okay, ja, rate doch mal. Wer mag denn so gar keinen Kaffeesatz? Ich glaube, ein Apfelbaum. Achso, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Nö, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wenn man das verdünnt wieder aufträgt, ist das okay. Dann Rosen vielleicht. Ja, Rosen mögen es gar nicht so gerne. Okay. Lavendel, Rosmarin und Schafgarbe mögen es auch nicht. Also so ein bisschen so im Stauden- und Kräuterbeet sollte man die jetzt nicht so sehr anwenden. Ja, okay. Also jetzt so puren Kaffeesatz. Mhm. Ne, wie gesagt, wenn ich das jetzt in meinem Kompost verdünnt habe, das ist das auch alles gar kein Problem. Aber ne, wenn du dann so eine Hortensie neben einer Rose hast, ich weiß nicht, haben die gleichen Bedürfnisse? Wahrscheinlich nicht. Dann solltest du da bei der Düngung ein bisschen aufpassen. Ja, der eine okay, mag dann verstanden. Den Kaffee, der andere nicht. Mhm. Ja, okay. War nicht ganz interessant. Ja, also, klingt echt gut. Ja, aber generell, wenn man einen eigenen Kompost hat, kann da eigentlich richtig viel drauf. Und es ist auch immer schön, wenn man dann im Folgejahr immer vom Vorjahr den Kompost nutzen kann, zum Beispiel für seine Tomaten bei der Auspflanzung. Und da merke ich auch schon immer, dass also die Tomaten, die lieben diesen fetten Kompost, der halt so richtig schön durchgezogen ist, richtig schön schwarz. Und dann gehen die auch richtig ab, die Pflanzen. Ja, sehr gut. Das klingt gut. Ja, also würde ich sagen, was war jetzt unsere To-Dos fürs Wochenende, sind auf jeden Fall Kuhdung kaufen. Ja. Oder eine Kuh. Oder Kompost. Genau, Kompost auf jeden Fall. Und dann vielleicht schon mal durchlaufen und wenn man ein paar Brennnesseln findet, eine kleine Brennnesseljauche ansetzen. Ja, klingt gut. Klingt nach einem guten Plan. Gut, so machen wir es und wir planen dann in der Zeit schon mal die nächste Podcast-Folge für die nächste Woche. Ja, da freue ich mich drauf. Und dann hören wir uns wieder. Genau. Ich mich auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.